In einer erneuten Erinnerung beschließen Iana und Lucius, sich wieder heimlich zu treffen. Sie sagte, sie wüsste, dass er berühmt und von vielen Frauen umschwärmt war. Und vielleicht nicht die Scherereien auf sich nehmen wolle, eine Adelstochter zu treffen. Dennoch hatte sie einen Ring gekauft, der ihre Liebe symbolisierte. Er nahm ihn und küsste sie. Oh. So romantisch. Ja, wunderschön, ne? Jetzt gehe ich erstmal auf dein Twitch-Profil, damit du einen Zuschauer mehr hast. Und ich glaube, ich werde so bis Level 10 spielen heute und dann werde ich mal anfangen, was LoL zu streamen. Ich habe noch was zu erzählen. Ja, ich bin schon bereit. Bist du soweit? Ja. Ich muss hochscrollen wieder. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ich habe auch schon eine erste Mission für dich. Begib dich bitte auf die andere Seite der Bucht und übermittel die Befehle der Offizierin Chloel. Sie soll die Truppenpräsenz der blutigen Hand dort analysieren. Und ich fürchte, sie hat Ärger bekommen. Wenn du ein Boot brauchst, wird dir der Dockaufseher eins geben. Aber sei vorsichtig. In der Bucht wimmelt es wahrscheinlich von Mitgliedern der blutigen Hand. Musst du so tippen, wenn ich da gerade schreibe? Nee. In der Bucht wimmelt es wahrscheinlich von Mitgliedern der blutigen Hand. Hilf Offizierin Chloel, einen Brückenkopf aufzustellen und lass sie wissen, dass Verstärkung auf dem Weg ist. Los jetzt. Los jetzt. So. Du musst aber auch überall Werbung machen, oder? Ja, natürlich. So. Wohin müssen wir? Er hat erstmal zu 1, würde ich sagen, oder? Ich meine, so, ja. 1. Da unten, ja. Ja. Rot. Dockerarbeiter. Soll ich mal? Nochmal? Darfst du, wenn du willst? Okay. Oho, ein weiterer eifriger Rekruten-Neuzugang vom Hauptmann Aki. Was? Er hat anscheinend ein Händchen dafür, die Unvorsichtigen zu verpflichten. Bist du gekommen, um dir ein Boot auszusuchen? Die blutige Hand hat ihre Kanonen auf die Bucht ausgerichtet und versucht, unsere Truppen an der Landung zu hindern. Aber wenn du ein kleines Ruderboot nimmst, werden sie dich wohl nicht entdecken. Ich muss hochscrollen. Such dir einfach eins der Boote von diesem Gestell aus und rudere nach Westen. Jedes von ihnen dürfte dem Zweck gerecht werden. Und denk dran, wenn du Kanonen hörst, spring über Bord. Mir ist egal, was man sich in den Seefahrergeschichten erzählt. Kein Boot ist es wert, dafür zu sterben. Okay. So viel zu, der Captain geht mit seinem Schiff unter. Genau. Okay, das sind die Boote hier. Das sind die Boote, ich will das hier, das sieht schön aus. Ich nehme das. Das nee, das. Nee, das. Nee, okay, ich nehme das. Ja, wie hat die Frage jetzt auf dem Rücken? Das wäre lustig. Ich habe einen Skillpunkt, yeah. Ich nicht, ich bin jetzt schon länger Level 8. So, kann ich das hier ins Wasser schmeißen? Ich habe keine Ahnung. Nee, du hast so eine Fähigkeit jetzt bekommen unten in den Skillleisten. Da könnt ihr das hin. Ja, in teleportieren ins Wasser. Ah. Ich muss erstmal mein Schiffchen, Pferdchen wegräumen. Aha, erstmal muss man den Vertrag lesen, bevor man ein Schiff hat. Okay, interessant. Achso, ich sehe es jetzt schon drin. So. Okay. Da bist du. Okay, was ist das denn hier? Einfach, Zeichen des Eigentümers. Ah, das ist cool. Das ist wie richtiges Rudern. Ja. Also auch, man muss aufhören zu... Kann ich... Ey! Schiffe versenken. Achso, ich muss in die Richtung. Okay, und wo müssen wir hin? Ich hab keine Ahnung. Da Einfach drüben ist... Ich, da, hier. Da, ah, da zu dem Grün, ne? Ja. So, hey, wo bist du hin? Du fährst falsch. Nee, ich ruder zu dem Grün. Nee, du fährst aber in die falsche Richtung. Ach so, verdammt. Ja, ich habe nur mich an der Kamera orientiert. Da ich aber mein... Also, ich habe... So. Das Problem ist, ich habe mich orientiert wie beim richtigen Ruderboot. Ja, hatte ich auch. Zuerst, aber dann... Und, aber der Sichtkegel geht natürlich in die Richtung, wo ich gucke. Ja. So.
Den mal kurz hier ein bisschen. Dass ich hier irgendwie ankomme. Wir hätten, glaube ich, auch mit einem Boot fahren können, ne? Eigentlich schon, ja. Egal, da hätten wir uns nicht gegenseitig versenken können. Ja, mehr Spaß ist gegenseitig, bitte. Was? Ja. Okay. Hier sind wir doch schon mal richtig. Dann gehen wir jetzt an Land. Ja. Bei mir dauert es noch, ich habe mich, glaube ich, gerade ein bisschen verfahren. Jetzt habe ich mein Boot eingepackt. Ey, wo fährst du lang? Was ist los mit dir? Ich kämpfe mich hier gerade schon an Land. Ja, ja. Ich gucke gerade bei dir zu, bei deinem Stream. Das sieht sehr interessant aus, was du da anstellst. Oh je. Ich hab Wasser in meinem Boot drin. Was? Ich grad. Ich seh dich da kommen. Nee, jetzt noch nicht. Sah nur von der Seite aus. Mein Pferd ist gerade ins Wasser gelaufen. Okay. Kommst du, schaffst du's? Ich warte hier. Dann hast du ja ein Seepferdchen. Ja, ein Seepferdchen. Sogar Delfine. Die man reiten kann. Oho, das Spiel wird immer besser. Warum habe ich mein Leben lang World of Warcraft gespielt? Ja, das wundert sich wahrscheinlich viel. Philipp, irgendwie hängt dein Stream gehört? Nee, hängt er nicht. Nee, tut er, weil das sieht doch hier aus. So ein bisschen laggen tut er bei mir, ja. Okay, dann habe ich wahrscheinlich einfach die Auflösung zu hoch gestellt. Ja. Und ganz ich mein Leben besser in deinem Boot. Ich würde sonst einfach mal ganz kurz den Stream ausschalten und neu starten und einfach auf eine geringere Auflösung. Also dann kannst du ja bei mir eingucken. Ich bei deinem Stream